Hey Freunde, Eddie hier von Filmbazar. Mit seinem neuesten Werk, dem Tatort, von Affen und Menschen, der am Sonntag, den 14. April 2024, erstmalig ausgestrahlt und anschließend in der ARD-Mediathek verfügbar gemacht wird, bringt das Schweizer Fernsehen, SRF, zusammen mit der ARD Degeto Film eine faszinierende Geschichte auf die Bildschirme. Der achte Zürcher Tatort unter der Regie von Michael Scherer und nach dem Drehbuch von Stefan Brunner und Lorenz Langenegger verspricht eine Kombination aus Spannung, Drama und gesellschaftskritischen Elementen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht unberührt lassen wird. Die Handlung dreht sich um ein komplexes Geflecht aus Morden, in dessen Zentrum ein ungewöhnliches Opfer steht, ein Schimpanse. Das Ermittlerduo, bestehend aus Tessa Ott, gespielt von Carol Schuler, und Isabelle Grandjean, gespielt von Anna Pierizzuercher, sieht sich mit einem Fall konfrontiert, der tiefgründige ethische Fragen aufwirft und zugleich das menschliche Verhalten in der modernen Gesellschaft spiegelt. Michael Scherer gelingt es, die narrative Dynamik geschickt zu nutzen, um den Zuschauern eine Geschichte zu präsentieren, die sowohl unterhaltend als auch nachdenklich macht. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Sarah Victoria Frick, die in einer Doppelrolle das Publikum mit ihrer Vielschichtigkeit und Emotionalität beeindruckt. Ihre Darstellung ist ein Glanzpunkt in einem Ensemble, das durchweg solide Leistungen bietet. Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern, insbesondere dem Ermittlerduo, trägt wesentlich zur Glaubwürdigkeit und zum Engagement der Story bei. Die Regiearbeit von Scherer zeugt von einem gekonnten Umgang mit dem Genre, wobei er es schafft, die klassischen Elemente eines Tatorts mit frischen, innovativen Aspekten zu bereichern. Das Setting im Zoo und die Interaktion mit den Tieren bieten eine visuell ansprechende und zugleich symbolträchtige Kulisse, die die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen lässt. Die Kameraführung von Gabriel Sandru unterstützt diese Atmosphäre durch dynamische und einfühlsame Aufnahmen, die den emotionalen Gehalt der Szenen verstärken. Die Musik von Miriam Skal unterstreicht die Stimmungen und Wendungen der Handlung effektiv, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Das Szenenbild, das Kostümbild und die gesamte ästhetische Umsetzung sind stimmig und tragen dazu bei, die Zuschauer in die Welt des Tatorts einzutauchen. Tatort von Affen und Menschen ist mehr als nur eine Krimi-Unterhaltung. Der Film wagt es, tiefgreifende Fragen über Ethik, Gerechtigkeit und unsere Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen zu stellen. Er regt zum Nachdenken an, ohne dabei die Spannung und den Unterhaltungswert zu vernachlässigen. Während der Tatort einige konventionelle Pfade beschreitet, hebt er sich durch seine Bereitschaft ab, neue Themen anzugehen und das Format zu erweitern. Es ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie der Tatort als Format weiterhin relevant und ansprechend bleiben kann, indem er gesellschaftliche Diskurse reflektiert und kritisch hinterfragt. Der Tatort von Affen und Menschen bereichert die Sonntagabendunterhaltung mit einer Geschichte, die sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt. Vergesst nicht, euch den Film in der ARD-Mediathek anzuschauen, wenn ihr die Erstausstrahlung verpasst habt. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für weitere spannende Inhalte.